Jo Leute, was geht? Euer Vanities hier und so mit einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen sehr nützlichen und vor allem einfachen Spezialisten-Glitch, den ihr für den Multiplayer benutzen könnt. Ihr könnt eure Waffen hin und her switchen und verliert euren Spezialisten nicht und könnt ihn somit einsetzen, wenn ihr ihn wirklich braucht. Außerdem geht der Timer beim Spezialisten nicht runter und somit geht er nur weg, wenn ihr den auch wirklich benutzt. Was auch noch geil ist, wenn ihr den Spezialisten benutzt und gleich danach sterbt, braucht ihr nur noch einen Kill und habt den Spezialisten schon wieder, was einfach mega nice ist. Ihr braucht dazu eine kleine Tastenkombination, die ich euch gleich auf dem Video einblenden lasse. Wichtig ist, dass ihr die R2-Taste bzw. die Schießentaste gedrückt haltet und dann Dreieck L1 R1 Dreieck L1 R1 drückt. Und zwar so schnell wie möglich und L1 R1 gleichzeitig. Der Glitch ist wirklich verdammt gut und kann unter anderem mit dem Reiniger und mit der Sense benutzt werden. Es ist wirklich mega nützlich, wie gesagt, der Timer geht nicht runter und wenn ihr sofort sterbt, habt ihr den Spezialisten schon quasi fast wieder. Ja, das war eigentlich das ganze Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Haut da rein, Leute. Euer Vanity.